Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute 9 bekannte Logos mit versteckten Botschaften. Kommen wir gleich zu Nummer 1, und zwar, das ist das Pepsi-Logo. Und um das Pepsi-Logo drehten sich vor allem in den letzten paar Jahren einige bzw. sehr viele Gerüchte. Denn viele Kunden haben das Pepsi-Logo auf den Kopf gedreht und dann festgestellt, dass sich der Schriftzug auf Englisch Is Dead auf ihrer Pepsi-Flasche stand. Und das heißt so viel wie ist tot. Das Ganze fanden viele Menschen so krass, dass es ziemlich viele Verschwörungstheorien und Internet-Memes auf YouTube oder ähnlichen Plattformen gab. Und das Ganze wurde dann natürlich auch bei Pepsi vorgestellt. Und dort sagten dann die Markeninhaber, dass das natürlich gar keine Absicht wäre und überhaupt nicht so zu lesen wäre. Trotzdem, das Ganze war ein riesen Internet-Hype und hat Pepsi danach einen richtig, richtig großen Erfolg beschert, weil sehr, sehr viele Influencer sich danach Pepsi-Flaschen gekauft haben, die auf den Kopf gedreht haben und gezeigt haben, ist dead. Dahinter steckt eine riesige Verschwörung. Am Ende war da natürlich überhaupt nichts dran, aber trotzdem ein riesen Internet-Hype. Das Logo Nummer 2 kennen wir, glaube ich, auch alle. Das ist das Logo des TV-Senders NBC. Und auf diesem NBC-Logo erkennen wir im Hintergrund, wenn man ein bisschen genau hinguckt, aber eigentlich doch recht leicht, einen V. Und der soll für die Vielfältigkeit dieses Senders stehen. Platz Nummer 3 bringt uns zu einem bekannten Schweizer Unternehmen, welches Lebensmittel vertreibt. Und zwar ist es Hero. Und das R sieht erstmal relativ gewöhnlich aus, aber hinter diesem R verbirgt sich nichts anderes als das deutliche Zeichen einer Konservendose. Und das sieht man danach bei jedem Hingucken eigentlich nur noch diese offene Konservendose in diesem Logo. Wenn man dies einmal weiß, kann man es wirklich kaum noch übersehen. Als nächstes kommen wir zu dem Logo von Blue Win. Auf dem Blue Win Logo sieht man als erstes nämlich einen Buchstaben nicht. Und das ist das E. Das sieht man nämlich hier am Anfang gar nicht und man muss wirklich ganz, ganz genau hingucken. Danach sieht man es, wenn man es dann einmal sieht, dann sieht man es, glaube ich, immer wieder. Im Endeffekt ist das Unternehmen Blue Win. Schreibt mal in die Kommentare, falls ihr das Unternehmen kennt. Und dann gehen wir auch schon direkt weiter zum nächsten Logo. Das nächste Logo kommt wieder aus der Schweiz und hier sehen wir Zoo Schweiz. Das ist eine Vereinigung der Tierparks in Basel, in Gossau, in Langenberg, Zürich und Goldau. Und in dem Logo befindet sich im Endeffekt bei genauem Hinsehen. Als erstes sieht man eigentlich nur eine Taube oder einen Vogel, aber da drin steckt dann noch ein Elefant und ein Fisch. Und wenn man es dann einmal weiß, sieht man es auch. Ich habe als erstes wirklich nur diesen Vogel bzw. diese Taube gesehen. Wenn man es dann aber einmal weiß, dann sieht man auch den Elefanten und den Fisch. Und wir gehen direkt weiter und zwar zum nächsten Zoo und das ist der Bronx Zoo und da muss man gar nicht so genau hingucken, um im Endeffekt alles zu sehen, denn hier versteckt sich diese in Anführungszeichen geheime Botschaft, dass unter dem Teil der Giraffen dann die Skyline von New York zu sehen ist, bei den langen Beinen. Man sieht hier die Skyline von New York, sehr unschwer zu erkennen, glaube ich, für jeden auch fast schon am Anfang, aber trotzdem für den einen oder anderen vielleicht auch nochmal neu. Und wenn der ein oder andere von euch demnächst im Bronx Zoo ist, dann wird er zumindest seine Freunde, denen das noch nicht aufgefallen ist, mindestens mal darauf hinweisen. Und dann gehen wir direkt weiter zum nächsten Zoo und das ist der Zoo aus Pittsburgh. Ja, der Pittsburgh Zoo hat nämlich ein ganz, ganz spezielles Logo und hier gibt es viel zu entdecken. Ist fast schon wie so ein Rätsel-Suchbild. Und zwar haben wir da einmal den Gorilla, den ich gar nicht auf Anhieb so gesehen hätte. Dann haben wir den Löwen und die Fische. Ja, die Fische sind dann vielleicht schon eher was für die Leute, die genau hingucken, wobei ich das andere auch schwierig fand, weil ich als erstes natürlich nur diesen Baumstumpf und die Vögel wahrgenommen habe, aber dass dann da so viel drin steckt, wirklich ein ganz, ganz toll und wunderbar gelungenes Logo, wie ich finde, weil es hierfür nämlich so viel zu entdecken gibt. Dann gibt es zumindest noch eine halbwegs bekannte Designfirma und die heißt Elephant und Elephant hat natürlich auch so markentypisch dann auch hier diesen Rüssel oben mit eingebaut. Den sieht man, glaube ich, ganz gut, wenn man es einmal weiß. Es geht nicht nur um das E, sondern es geht um den Rüssel, den weißen Rüssel in diesem oben groß abgebildeten E. Auch das finde ich eigentlich sehr gut und sehr smart gemacht. Schreibt dazu mal eure Meinung in die Kommentare. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt, zum letzten Logo und das ist das Toyota-Logo.
Ja, denn wenn man das Toyota-Logo aufdröselt, wir kennen alle das Toyota-Logo und wenn nicht, blende ich es euch ja hier gerade ein. Und wenn man das Toyota-Logo aufbröselt, dann kann man jeden einzelnen Buchstaben, aus dem Toyota, also der Schriftzug Toyota besteht, aus diesem Logo herstellen. Und das ist wirklich was ganz Besonderes und deswegen auch hier auf dem letzten Platz, um das Besondere und das Beste nochmal zum Schluss kommen zu lassen, das Toyota-Logo. Alle Buchstaben, wie gesagt, aus dem Schriftzug sind hier im Logo enthalten und hier auch nochmal die Aufschlüsselung in diesem Bild zu sehen. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und die Fakten und die neuen Logos, die ihr vielleicht kennengelernt habt, beziehungsweise die alten Logos und dessen Bedeutung ihr jetzt reicher seid. Falls euch dieses Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo. Und falls ihr noch einen neuen Vorschlag habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Und ansonsten sagen wir bis zur nächsten Folge und ciao.